Wir haben ein weiteres Objekt der Woche, und zwar eine Eigentumswohnung in Frohnhausen. Das Objekt ist in einem Hochhaus. Hochhaus für deutsche Verhältnisse, wir haben 6 Geschosse mit Flachdach drauf. Also wir sind nicht in Dubai, wo wir 50, 80, 100 Etagen oder Geschosse sprechen. Für deutsche Verhältnisse ist es halt Hochhaus. Es ist eine sehr gepflegte Anlage. Du hast den Vorteil eines Aufzuges. Wir haben Full Service, Treppenhaushandlung dabei, Hausmeister ist vor Ort, es gibt einen Hausmeister mit festen Sprechzeiten. Das heißt, du hast die Vorteile einer größeren Wohnanlage, wobei größer relativ ist eine WEG mit, ich glaube, 56 Eigentümern, verteilt auf mehrere Häuser. Man hat da durchaus Vorzüge dabei, man hat Shops direkt in der Nähe, man kann also auf jeden Fall alles für den täglichen Bedarf sofort erledigen. Dort haben wir für dich 87 Quadrat, auch wieder auf 3 Zimmern. Wir haben einen richtig schönen Balkon, der guckt in den Park rein, unverbaubarer Blick. Du hast den ganzen Tag Sonne auf dem Wohnzimmer. Wohnzimmer ist sehr luftig geschnitten, du hast eine große Fensterfront. Das Wohnzimmer hat wirklich viel, viel Luft. Also da drin macht es echt Spaß, sich aufzuenthalten. Kann man sich echt wohlfühlen. Der Balkon ist, sieht man auf den Bildern, glaube ich, auch sehr gut. Ist frisch gemacht, ich glaube vor 2 Jahren. Geräumig, also in der vernünftigen Größe des Balkons, ist kein, wo man sich quetschen muss, wie in der Sardine sich vorkommt oder Büchse. Ja, und wie gesagt, Sonne steht drauf, Aussicht im Park, einfach top. Wir haben dazu noch das große luftige Wohnzimmer. Wir haben eine Zentralheizung, aktuell auf Ölbasis. Es wird aber gerade umgestellt auf Fernwärme. Wird im Laufe dieses Jahres noch passieren, das heißt, es ist schon beantragt, Stern muss anschließen, da weiß man nicht genau, was passiert ist, hier mit Erdarbeiten verbunden, aber das heißt, die alte Leitung kommt raus, es kommt damit die grüne Fernwärme dabei. Was haben wir noch? Besonderheiten. Alle Besonderheiten haben wir dabei, wir haben das Badezimmer aufgeteilt, wir haben einmal ein Badezimmer, das hat eine Badewanne und ein Waschbecken und Platz für die Waschmaschine. Das WC befindet sich im separaten Raum, mit einem kleinen Handwaschbecken dabei. Das sieht aus wie so ein Gäste-WC. Das heißt, du hast nicht das Badezimmer, das du erwartest, dass du normalerweise Badezimmer, Badewanne und WC zusammen hast, sondern das ist hier getrennt. Badewanne so typisch, kann man mitnehmen. Also, es gibt Schlimmeres. Badezimmer innenliegend, Fotos siehst du ja gerade, ist aber auch passende Farben, hell gefliest, also kann man durchaus, glaube ich, mal mit sich arrangieren. Ansonsten haben wir dabei virtuellen Rundgang. Ich verlinke das Exposé von Scout. Da ist auch der virtuelle Rundgang dabei. Das heißt, dann kannst du natürlich, auf dem Foto sieht man schon einiges, im virtuellen Rundgang kannst du dann mal alles schön genau angucken, überall durchfliegen, dich durchklicken, du kannst ausmessen, ob deine Möbel passen würden und ähnliches dabei. Ja, Energieausweis wird dir zur Besichtigung vorgelegt, wie es sich gehört. Kaufpreis haben wir hier 230.000 Euro zuzüglich der Quotage von 3,57% von dem notariellen Kaufpreis. Das Paket ist denkbar, es ist schlüssig, es macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt noch dazu eine Möglichkeit, einen Tiefgaragenstellplatz anzubieten. Ich glaube für 30 Euro ist also auch nicht verkehrt. Keller ist komplett trocken und wie gesagt, du hast einen Aufzug, du hast Treppenhausreinigung, du hast einen Hausmeister vor Ort. Also eigentlich ist das so ein Full-Service, den man sich ja durchaus mal gönnen kann im Leben. Wenn du spannend bist, Scout findest du hier unten oder oben, je nachdem, wo du gerade siehst, das Video. Kontakt mal beim Ausfüllen bitte, dann kriegst du das Exposé zurück. Wenn das Exposé dir gefällt, schick uns bitte einmal eine kurze Bestätigung deiner Hausbank oder deiner Bank überhaupt, dass du eine Finanzierung in dem Preisrahmen kriegen würdest. Wenn du das uns nachweist, können wir zeitnah besichtigen. Besichtigen machen wir gerne außerhalb der Arbeitszeiten, also sprich am Wochenende, samstags, sonntags, feiertags, nach den Arbeitszeiten. Also da sind wir sehr flexibel. Wichtig ist aber allerdings gesagt, wir müssen wissen, dass du in der Lage bist, ein Objekt zu finanzieren. Dann können wir gerne einen Besichtigungstermin individuell vereinbaren und halt zeitnah besichtigen.